Erlebte vor. Dass außergewöhnliche Situationen außergewöhnliche Maßnahmen erfordern. Und erlebte vor, was es bedeutet, in einer solchen Situation Verantwortung zu übernehmen. Zu seinem nüchternen Pragmatismus kam seine Resistenz gegenüber ideologischer Einengung. Wer kennt sie nicht, die viel zitierte Empfehlung Helmut Schmidts, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Er selbst hat die Aussage später wie folgt eingeordnet, ich zitiere, es war eine pampige Antwort auf eine dusselige Frage. Zitat Ende. Helmut Schmidts Tod ist für uns alle eine herbe Zäsur. Ich verneige mich in tiefem Respekt vor diesem großen Staatsmann, vor einem großen Deutschen und Europäer. Ich verneige mich vor dem Politiker, dem Bundeskanzler, dem unabhängigen Geist und Publizisten. Ich verneige mich vor einer herausragenden Persönlichkeit. Lieber Helmut Schmidt, Sie werden uns fehlen.